Mal gucken. Ich werde jetzt nicht so oft die Regenbogenkarte hier bringen. Nicht so oft wie Grenze immer im Wechsel. Aber zu Beginn der Folge wäre doch cool, oder? Ich meine, ich mag den Modus, die Bear Force One. Macht einfach Spaß, Abwechslung. Tolle Idee von Ubisoft, kann ich nur wiederholen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Bist du jetzt rosa, Serafina? Nein. Bist du dir ganz sicher? Ja, ist jetzt, glaube ich, lila. Noch das ist ja fast rosa. Okay, läuft jetzt in pink rum. Mit Puschelohrwärmer. Nee, das hat er nicht. Das muss, also das Outfit ist so, wie es auf dem Bild, aber halt bloß Farbe rosa. Nicht wie bei den anderen Operatoren, die ja komplett eine entstellt Farbe sind. Ich hab da mal so meine Probleme mit dem Zielen und mit dem Treffen, weil ich immer nicht weiß, ist das einer von uns oder ist das ein Gegner? Wenn rosa, dann drauf. Genau. Okay, war das jetzt eine Einladung? Machst du doch sowieso. Stimmt doch gar nicht. Du bist die ganze Zeit verschont geblieben, außer Terrorist gesagt, also sei mal ruhig. Diesen Bengel, sagten sie. Meister Bär ist ein Bengel. Das Radio pfeift. Das sieht so cool aus. Hier sieht's aus wie bei My Little Pony an der Wand, ey. Was, wie bei dir? Nee. Wiederbesprechungszone. Das scheint haben sie noch. Aus der Entfernung oder? Sahen sie ihn. Meister Bär. 10 Sekunden, dann ist Spielstunde. Ein schwarzer Mann. 5 Sekunden. Ja, Tatschenka, gut. Die Helden jubelten, denn sie wussten, wo sie Meister Bär finden würden. Hat Schwarzbart auch einen rosa Bart? Also MG, jetzt geht's aber ab hier. Nein. Die Kamera wurde hier oben links kaputt geschossen von dem Ding. Okay. Dieses Explosionssymbol sieht auch cool aus, also diese Explosion von der Granate. Ach Menno. Wo ist der unten? No. Ja. Telefon. Ich hab das Einhorn vor mir gehabt. Das letzte Einhorn. Server hab ich, jemanden. Aua, aua. Noch einmal auf der Treppe. Der Kirchmann. Junker hab ich angeschossen. Verbrennt. Ich hab doch meine Mitspieler vorhin auch eingesmoked. Einer ist im Gang von der Geisel. Nur noch ein Freund war übrig. Was? Zwei im Gang vor der Geisel. Zwei im Gang vor der Geisel. Die letzten. Einer ins Küche. Andere noch bei der Geisel. Ah, nur ist hier oben. Was? Genau. Echt traurig. Das sieht wieder wie beim Stadion aus. Wenn man wählen kann, dann immer Waffenvorräteschränke. Waffenlagerschränke.
Beschützt Meister Bär, sagte Castle. Der Raum muss verstärkt werden. Ich glaube, bei Kapkan ist das falsche Visier drauf. Oh nein, was ist das denn? Oh Mann. Schon habe ich auch was falsch. Verstehe ich nicht, warum Ubisoft das nicht konsequent durchzieht und überall so lässt, wie es sein soll. Meister Bär war wirklich gut im Verstecken spielen. Was? Ja, genau. Da ist Meister Bär. Seid ihr die Visionen entschlossen? Okay, wenigstens nicht mehr ausräuchern. Und Tanja haben wir. Oh Gott! Was rennst du denn einfach da rein? Hört nach links. Ja, du kannst doch nicht einfach rennen. Hätte auch stehen bleiben können. Guck doch wenigstens vorher erstmal. Ja, nö. Mann, Tanja. Geh in Deckung. Geh nicht immer in der Wand. Waren gescheitert. Bestimmt eine Enttäuschung für ihre Eltern. Wir sind bestimmt wieder im Besprechungszimmer. Genau wie immer, das ist doof. Kapkan ist der Letzte. Wer war das nur, den Sie da sahen? Warum nur Meister Bär? Teamkollege beschossen. 10 Sekunden, dann könnt ihr spielen. 5 Sekunden noch. Jetzt war es an der Zeit, Meister Bär zu retten. Wieder in der Küche. Auf der Treppe.
Fiesling war übrig. Die Super-Fieslinge waren ein für alle Mal besiegt. Jetzt ist da ein Loch drin. Ja, das Gerippe von der Wand ist noch da. Nee, als ich den umgebracht habe, da war noch kein Loch. Ach so. Also das große da. Wie am Montag mit Kaffeeküche, wo ich der Kamerafrau schon eine Kontaktgranate vorher draufgeschmissen haben soll. Komme ich bei Capcan, stimmt überhaupt nichts. Bei der Waffe. Ach, egal. Sie mussten sich gut vorbereiten, um Meister Bär nicht in Gefahr zu bringen. Kann man jetzt hier mal vor den Fenstern rumhören, weil es kein Glas Kein Glas und keine Kali. Achso, von einer Seite. Eine soll in der Küche sein. Ah, oh Mann, was? Ne Claimer vom Schild, Vorsicht. Ist draußen auf mich selbst, ne? Lade Magazin nach! Da ist Meister Bär, sagten die Fieslinge. Achtung, die unverstärkte Seite am Sofa ist aufgeschlagen. Ja. Ein Freund war übrig geblieben. Von den Bösen. Oh. Unsere kleinen Rainbow-Freunde waren gescheitert. Die Rainbow-Freunde. Für ihre Eltern.
Dann kann man ja wieder oben zumachen. Geschlossen. Das Ding war kurz gestört und ist durchgekommen, Mann. Oh nein, Fuse, Serafina, am Fenster bei dir. Au! Boah, das Ding macht so viel Schaden. So, bloß ein Puck. Lade nach! Da seid sich noch am Fenster. Fuse. Jetzt schärfen wir am Eingang. Träger aufgehalten. Oben an der dicken Tür. IQ habe ich. Einer kommt Treppe bei mir. Ist tot. Einer oben draußen auf. Träger aufgehalten. Da hinten am gelben Ping draußen. Bist du das, Hocker? Ja, nee, das war hier irgendwo bei mir an der Treppe. Ja, hier, der will zum Entschärfer. Ist oben am Fenster an unserem. Im Treppenhaus. Sag das, was oben.
Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Schutzgas werden eingesetzt. Stacheldraht verlegt. Wandverstärkung angebracht! Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Zeit für doppelten Merken. Rein scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Ups. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Zugangssperre scharf gemacht. Feindliche Drohne nähert sich zum Scannen. Timer wird gestartet. Use haben, ne? Wo fließt er denn? Hä? Das ist doch Steinboden über mir. Feindliche Drohne zum Scannen unterwegs. Ach, da hat er. Ja, an der Tür. Du bist doch nicht dein Kack, ja. Die Gegner haben meine Bombe gefunden. Verteidigen sie. Er ist hinten an der Tür über dir. Nach. Es ist keiner auf dem Dach, die sind oben. Wenn man verfolgt dich. Bei der anderen Bombe ist Fuse drin gewesen. Okay. Scan steht direkt vor. Starte. Aufgeflogen. Ein Schärfer wieder. Ein Schärfer vom Fenster kriege ich niemals gesichert. Ja, dann lass es drauf. Stirb nicht so früh. Weiß nicht, was du denn da noch hinrennst. Eigener Trupp eliminiert. Wollen die anderen gerade waren, erstmal Fußstapfen zu hören. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich wollte. Oh Mann. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Alibi. Hatte ich doch schon. No. Maestro ist das Problem. Noch 5 Sekunden. Oder wer ist es? Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Gut. Ja, meistens.
Was von wo? Ein Hologramm habe ich zerstört. Stand da hinter mir der Kapkan? Mit freundlichen Grüßen. Nee. Kapkan. Na, das nächste Zimmer. Scheiße. Abstand halten. Kapkan bei der B-Bombe im Raum. Ganz rechts. Kann mal sein, dass der raus ist. Okay. Wird schnell tot. Nachladen, brauche Feuerschutz. Ratero geht rein. Explosion steht bevor. Alibi tot, Hologramme missachten. Was? Wo? Von wo denn? Ella. So. Ella rechts, Serafina. Bei den Drogen. Im gelben Ping. Am Schild. Die ist immer noch da im gelben Ping. Hinter dir ist Kapkan. Ach, Gulz ist hinter dir irgendwo. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Konnte eh nicht mehr viel machen mit einem HP. Und wo schießt der denn da bitte? Eigener Trupp getötet. Ich kann ja doch gar nicht durchschießen, das ist doch Stein, oder nicht? Treppe an sich ist aus Stein. Hey, wieso hat er denn Schaden bekommen?
Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Schlafsäle oben sauber. Na, hier oben sind sie trotzdem, hinten. Konsolbüro. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ah, Motzi, Kacke. Kommandant Motzi? Motzi. 10 Sekunden. Jägerle. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Kamera zerstört. Kamerafrau war die letzte neben Motzi. Ist tot. Treppe ist keiner im Moment. Rechts ist auch keiner. Platziere Streusprengsatz. Hier ist eine Wand nicht verstärkt. Oh, was? Okay, da war ich nicht aufmerksam genug. Ich komm. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Hinten neben der Tür zum Hauptschaftszimmer Jäger. Rechts neben der Tür. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Mach doch einen Back. Ein Gegner verbleibt. Eigener Trupp getötet. Wie lange das teilweise dauert, um auf Orte zu kommen? Mal mehr lernen. Dieses Ubisoft. Wir müssen eine Bombe aufspüren.
Ja. Bringt an der unverstärkten Wand ihren Spiegel an, ja. Wenn er vom Klo durchschießt. Ne? Mhm. Irgendwas mit gewendet. Matzi, haben Sie wieder. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh. Genau dahin. Ich hab gedacht, ich schaff's nicht. Hallo, dort geht's. Ah, Peak. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Banshee zerstört, Verteidigungssystem zerstört. Jäger ist tot. Scanvorgang. Magazinwechsel. Letzter verbleibender Gegner. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Und da war so. Hamam sollte bestimmt Hammermann heißen. Oder Mamam. Mauer? Mamam. Schließt Mauer mit ein und Mamba und überhaupt. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Böses Auge eingesetzt. Nur noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Die Tür ist gesichert. Magazinwechsel. Hab eine eingelegt. Diese 4 haben sie. Ja, und Blitz. Vorsicht, Fenster ist auf, Marke. Ja. Seilt sich an dem Fenster. Trefft die einfach nicht einfach. Wenn es das wieder jemand haben. Ich wechsle das Magazin! Da hätte er sich am Fenster oder unten. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Oh, Blitz ist gleich hier an der Tür.
Ich stehe dir gegenüber, wenn er reinkommt, dann lieber weichen. Ja, das ist momentan hier unten. Schnell, schnell. Also, Teamkollege. Geil. Ein Gegner. Das warst du jetzt. Ich hätte es überlebt. Wie hat's Bandit überlebt, ey? Der war irgendwie dazwischen. Ja, eben, drum. Weißt du, wo die ist? Ja, okay. Die schießt zurück. Wo sind die? Hinten bei den Duschen. Bei Bandit. Kannst also Holztüren zumachen. Ist aber drinnen im Gebäude, ja. Nicht unbedingt dahin rennen jetzt. Hier kommt zu Serafina. Bums. Zu stürmisch. Voll ein Heißsporn. Ich war schon fast im Nebenraum und hier die Mine erst auch. Ja, auch schnell unterwegs. Heißes Eisen. Ferze. Ein böses Auge. Bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Böses Auge eingesetzt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich starte die Show. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Ich lade. Was hast du? Bin entdeckt worden von Jakar. Au, Moment, da hat mich jemand erwischt von Ash auf jeden Fall. Diesem Esszimmer neben der Küche. Einer scheint duschen zu sein. Beim Duschen raschelt's. Ja, da ist es. Gelber Ping. Der Hammermann. Dem Hammermann. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Ein Hologramm hintern. Battle Pass Herausforderung geschafft. Und schämst du dich jetzt?
den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Den Dreh zerstört. Bestimmt ein schwarzes Auge. Wand befestigt! Ich wurde entdeckt. Glück haben wir. Nur noch 10 Sekunden. Guten Abend. Sicherheit gelegt. Sicherheit. Noch 5 Sekunden. Eingesetzt. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Oh Mann. Hinterhalt gelegt. Sicherheit ab. Die Sophia. Feind im Visier. Böses Auge auf Patrouille. Schocktrone rein, bei uns, Geisel, gut, kaputt. Ist weg. Trone weg, Hockey. Da ist jemand bei der Druckertreppe. Kapitau habe ich. Wo ist wer, was zu tun? Na, hinten am Camping, beim Drucker, da war gerade ein Schussgeräusch zu hören. Kapitau war oben auf dem Dach. Ja, aber Sophia ist da. Okay. Au. Verletzt. Sophia hat dein Auge vorher kaputt gemacht, ich war's. Interessant. Habt ihr... Hat das C4 dein... Nee. Das war erst später, das ist eine Millisekunde. Okay. Ich dachte, dass Sophia geschossen hat, das C4 getroffen in der Luft. Und das Ding hing eigentlich gut, naja. Ja, ich hatte sie ja verletzt damit. Rote Treppe, kommt jemand hoch? Les. Jakard. Ah, hinten auf einem Dach ist noch einer. Das ist es. Vordach vom Server. Einer vor der Tür, Serafina wieder. Gut. Vordach Twitch drin. Kleinste rote Treppe, glaube ich. Nur noch ein Gegner übrig. 13 Sekunden. Ah, scheiße. 10 Sekunden noch. So? Ja, ja. Links, 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 links. Ach, da! Ja, eben. Hast du doch angesagt, dass da von links kam? Ja, eliminiert. Rote Treppe. Hier nicht rot. Ja, die rote Treppe ist aber rechts. Hast du doch das angesagt, oder nicht? Ich hab nur noch mitgekriegt, die rote Treppe. Treppe und nichts anderes. Rote Treppe war Twitch, beziehungsweise dahinter die andere Treppe. Wo sind wir jetzt? Zubehör. Die Geisel muss gesichert werden. Geht zurück. Den Raum befestigen. Ist schon zu. Ne. Die Leiter, den Leiteroperator gibt's noch nicht.
nicht von unten. Ne? Achtung, wir haben was Rosalie. Tot machen. Hast du das Rosalie? Nein. Böses Auge angesetzt. Halbes, Rosalie. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Nur noch 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Ich spiele meinen Joker! Standort der Geisel in Gefahr. Zum Angriff bereit machen. Der Glatz. Ich rufe meine Begleitungsansperre an. Kapitän Montagne. Also 4 wieder. Eine ist hier kaputt bei der Geisel. Böses Auge eingesetzt. Nicht gut. Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr ran. Schwere Spinne ausgelöst. Montagne ist da. Okay. Und noch irgendwas. Montagne ist angeschossen. Außentreppe jetzt unten offen. Mhm. Zugangssperre zerstört. Kapitän drin. Da steht eine Claymore. Bei Montagne steht eine Claymore. Oh, rechts, okay, wenn Spinden ist Montagne. Spinde rechts. Ja. Sophia, Klo. Montagne tot. Sophia auf dem Klo, Vorsicht. Was genau? Ist klar, Glass. Ja, yeah, trifft doch noch nicht mal, ey. Was ist denn hier? Kamera kommt jetzt. Mhm. Ne, geht hoch zur Treppe. Oder fährt hoch. Oh Gott, ich bin zu sehen. Kommt jetzt rein in mich. Kamera ist kaputt. Ein Operator des eigenen Funks verbleibt. Lass von hinten. Lass hinter dir. Ein Gegner verbleibt. Das Alter sieht. Danke für die Ansage. Alle Gegner eliminiert. Wie sich da durchgezwingt hat. Ihr müsst die Geisel finden. Keller sauber. Und hier, Karten. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert.
Ja, passenderweise haben wir Ash. Was ist das? Mission. Toll. Ash ist mit der Kamera in den Tunnel gefahren. Da ist die Geiste vielleicht, oder der letzte Gegner. Grabschrau versteckt sich da. 10 Sekunden. Weil da gibt es einen Luftschacht, wo man noch rauskommt. Okay. 5 Sekunden. War ja fies, oder nicht? Ubisoft hat dran gedacht. Sichtkontakt mit Geisel bestätigt. Evakuierung eingeleitet. Oh Gott, haben wir auch etwas vor. Kacheldraht und gut zerstört einmal. Achtung, Explosion! Jetzt oben neue Brücke. Schädling zerstört. Mozzi ist der letzte. Okay. Ah, Mine! Oh, das war knapp. Zugangssperre kaputt. Zweite kaputt. Nein, oh. Bin jetzt rechts von dir, Safina. Geräte werden ausgeschaltet. Boah, gib die mir einen Fünfer rein. Mist, ihr denkt, Clash-Rücken nicht. Weil Lesion ist hier in diesem kleinen Zwischendings hier. Wir müssen gleich rein. Hab ihn. Au. Einer meiner Tür am Flur. Rechts. Es bleiben noch 10 Sekunden. Also wenn Serafina reingeht, links. Kapkan. 5 Sekunden. Geisel greifen. Ein Gegner übrig. Einer von einem Druck verbleibt. Zeitlimit erreicht. Clash habe ich noch nieder. Ich habe die erst nicht getroffen. Es ging nicht. Jetzt einen Amaro-Haken genommen und die Geißel rausgezogen. Ihr müsst die Geisel finden. Nicht Keller. Wir müssen aber Büros in Ohren hier links sein. Klingt die Besprechung. Kaschlam sehr. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Ja. Schmelde die Geisel. Rosalie.
Alle identifiziert, raus da. Ein halbes Sekunden bis zum Einsatz. Clash in Rosa. Einsatz in 5 Sekunden. Geiselgesicht. Ich mir glaube ich gar nicht vorstellen. Einsatz erteilt. Kriegt ein rosa Elite Outfit. Im Tütü. Clash als prima Ballerina. Wer ist denn da verletzt? Die Nock. Jetzt nicht mehr. Stacheldraht und 2 Zugangssperren und ein mobiles Schild zerstört. Gregory unten im Bad. Unten im Bad. Bin jetzt Funkraum. Oh Gott. Einmal Kerlchen weg. Clash kommt schon gleich an. Nee, die steht hier bei mir. Zweite Kerlchen weg. Scheiße. Oh Gott, drittes Mal Kerlchen weg. Kamera vor oder hinten. Tschüss. C4. Eins weg. Schade, im Archiv ist noch jemand. Gegenüber Archivschreibtisch. Auch noch Kaschle. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Das Zeitlimit ist erreicht. Ich würde eine Granate, ist blöd hängen geblieben. Kack. Der Miklas. Doch, jetzt kriegst du ihn. Hat er gehört. Gibt aber keinen Danke dafür. Bleibt ja dir überlassen. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Klang nach sauber. Raum. Nein. Nee, Server. Okay. Motzi haben sie, glaube ich, Kamerafrauen. Ah, Motzi, ja. Ah, scheiße, wieso springt die Kamera nach geradeaus? Und Clash haben sie auch. Nicht in Panik verfangen. Ich hab doch schon gedreht, doch, ey. Bei dem schon. Kamerafrauen, Motzi. Bei Motzi verfangen ich immer.
Hallo, Kapi Kapkan. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem freigegeben. Lade nach! Hell eingeschaltet. Hat der schon wieder alle weg? Wer ist weg? Ihr seid alle schon davon gelaufen. Könnt ihr nicht mal warten, bis ich soweit bin? Hast du Anziehmatten für uns? Nee. Mozifie, meine Fresse. Ach, die beiden machen da schon so einen Lärm, Mann, ey. Immerhin machen sie mir den Stacheldraht weg. Mozi ist hier bei mir. Aus den Augen, aus dem Sinn. Schon wieder. Eine Zugangssperre weniger. Geisel entdeckt. Hat sie auch Seraphinchen gefunden. Kamerafrau habe ich. Guckst du nach unten bitte, Seraphina, falls uns jemand hinterlaufen will? Bin gerade dabei. Ich hab meinen Kopf nicht nur zum Haare. Und was? Nein. Mach! Ist, glaube ich, von Clash abgeprallt. Na, wobei, ne, die liegt hier, die Geisel. Oh. Nicht da runterrollt. Da war doch, glaube ich, offen. Oder das war jetzt nur sichtbar schon offen von der Granate. Granaten sollte man von der Geisel weglassen. Genauso wie ich auch mit Fuse aufpasse, wenn wir Geisel spielen und ich Fuse bewusst nehme. Aber es war eine coole Partie, trotz allem schön spannend, auch wenn das Ende echt scheiße war. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.